Aber soweit das unter diesen Umständen möglich ist, ist es auch ein spannendes Spiel. Und verlieren gewiss will keiner von beiden hier in dieser Partie. Und das Unentschieden würde gewiss beiden Mannschaften die Chance offen halten, zumindest nicht mit der roten Laterne dieses Turnier abzuschließen, nicht letzter zu werden in diesem Vier-Nationen-Turnier. Schweden und die Tschechei haben ja bereits ihr zweites Gruppenspiel ausgeführt. Und die Schweden, die Gastgeber und Turnierfavoriten, liegen auf Kurs. Den Sweden Hockey Cup, den sie im vergangenen Jahr bereits gewonnen hatten, erfolgreich zu verteidigen. Die Russen sehen die Trikots mit Sponsorennamen bedeckt. Das vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre, aber die Dinge haben sich eben gewandelt. Nicht zuletzt auch im russischen Eishockey. Einer der Sponsoren, eine schwedische Eishockey-Wochenzeitschrift. Und mal ein Blick auf die kanadische Trainerbank mit Tom Rennie und Danny Dubé. Ist er erfolgreich auf Junioren- bzw. College-Level. Und die meisten der kanadischen Spieler haben auch kaum Erfahrung auf anderem Terrain sammeln können. Dafür muss man sagen, hält sich die kanadische Truppe, die Verlegenheitsmannschaft, hier eigentlich immer noch recht wacker. Josh Boisvert. Luschko hat Assistenz von Mike Brewer. Sein Vater, ein bewährter Profi, war in der NHL Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Seine Zeitstrafe angezeigt. Und bei der Puckberührung der Russen tritt diese Zeitstrafe auch in Kraft. War es Kudaschow oder war es der sieben Kommissarov? Scheint der letztere zu sein, der hier auf die Bank muss. Kommissarov wegen Haltens. 2 Minuten auf der Bank. Und da sehen wir noch einmal sein Delikt. Sauberes Tackle, könnte man sagen, aber es handelt sich hier nicht um American Football. Und selbst da wäre das wahrscheinlich wegen des Griffs zum Helm ein Delikt gewesen. Im Eishockey ist das ohne Zweifel. Und die Kanadier haben 6,5 Minuten vor Ende des Spiels die große Chance zum Führungstor, das möglicherweise auch das goldene Tor, das Siegtor des Tages sein könnte, wenn sie es schaffen, ein bisschen konzentrierter ihr Powerplay aufzubauen als zuletzt. Der Versuch wird hier begonnen mit Mannschaftskapitän Hank Lammens und Derek Mayer in der Abwehr. Mayer drescht den Puck hinter das gegnerische Tor und gibt damit den Russen die Gelegenheit, zumindest zu klären. Einmal, zweimal jetzt von Dmitri Frolov und dann ist der Puck aus der Gefahrenzone heraus. Hoher Ausflug dieses Mal, ohne allzu viel Risiko ausgeführt. Schönes Zusammenspiel hier zwischen Petrenko und Yashin. Yashin, ein durchaus nicht ungefährlicher Schuss. Hoher allerdings hatte freie Sicht auf den Schützen und dementsprechend wenig Probleme mit diesem Geschoss. Popzev leitet einen weiteren Entlastungsangriff ein, aber dann lässt es Petrenko bei einem Befreiungsschlag bewenden. Aber ich sehe, die Kanadier tun sich weiterhin sehr, sehr schwer mit ihren Powerplays. Jackson Penny und Petrenko. Und das ganze Spielchen von vorne. Penny kommt nicht an Filimonov vorbei. Also im Powerplay gilt es natürlich noch mehr als bei der Formation 5 gegen 5 oder wie man will 6 gegen 6, wenn man den Torhüter mitzählt, die Torhüter mitzählt. Hier gilt es eben noch mehr, es ist noch wichtiger, den Puck über die gegnerische blaue Linie zu spielen.
Und eine weitere Riesengelegenheit hier, dieses Mal von Tkatschuk im Gegenzug. Zweimal jetzt bereits konnten die Russen in Unterzahl sich größere Chancen erspielen als die Kanadier in ihrem Powerplay. Genau, der sehr, sehr schwach hier in diesen zwei Minuten Überzahl. Laxdal, noch einmal ein Blick auf den erfahrensten Spieler der Mannschaft, der hier mit einem der am wenigsten erfahrenen Spieler auf dem Eis steht, Adrien Aucoin, der große, große Probleme hatte im ersten Spiel, der, wenn er im ersten Spiel gewogen wurde, als entschieden zu leicht gefunden werden musste. So hart muss man das sagen. Und auch in diesem Match hier bislang nicht glänzen konnte. Umso erstaunlicher die Entscheidung des Trainers, in dieser doch potenziell spielentscheidenden Situation ins Spiel einzuwechseln. Wie gesagt, sehr, sehr enttäuschendes Powerplay der Kanadier. Zwei gute Torchancen der Russen. Einzige, wenn auch nicht zählbare Resultat. Powerplay ist so oder so vorbei. Und vier Minuten etwa haben die Kanadier jetzt noch Zeit, für eine Überraschung zu sorgen. 4:4 der Spielstand. Und das Spiel wird fortgesetzt mit einem Bulli. Erstaunlich vielleicht eine Bilanz dieses Spiels. Die Russen sehr, sehr stark in den physischen Aspekten des Eishockeys. Wir haben viele Zweikämpfe an den Banden gewonnen. Das normalerweise eine der Hauptstärken der Kanadier bei Auseinandersetzungen mit europäischen Teams. Aber die Unterschiede vielleicht im internationalen Eishockey werden eingeebnet. Immer mehr russische Spieler, Spieler aus der alten Sowjetunion spielen in der NHL. Die Gelegenheit dazu besteht und dadurch natürlich ist auch die Versuchung groß geworden für junge russische Spieler, relativ früh in ihrer Karriere physisches Eishockey zu spielen, immer mit Blick auf eine Karriere bei den nordamerikanischen Profis. Das war gefährlich, Yashin frei vor dem Tor und natürlich jetzt nicht minder gefährlich der kanadische Konterstoß. Und da geht Sorokin gegen Amadeo doch ganz schön hart mit dem Stock zur Sache. Ich glaube, da hat Sorokin großes, großes Glück gehabt, dass hier der Schiedsrichter nicht reagierte. Aber wir haben auch gesehen, wie schön Amadeo sich hier durchgesetzt hat, obwohl er so hart und unfair attackiert worden war. Das spricht sicherlich für ihn. Und damit hat er eigentlich nur bestätigen können, was wir schon gesagt haben über Amadeo, dass er einer der talentiertesten Spieler ist dieser Mannschaft. Ein Mann, der gewiss eine Chance hat in der NHL und die Russen mit der Riesengelegenheit, alles klar zu machen erneut. Wirkt Torhüter Alleroy so, als wäre er bei lateinamerikanischen Fußballtorhütern in die Leere gegangen. Mit seinen häufig schlecht motivierten Ausflügen aus dem Torraum heraus. Ja, auf einmal die Wiederholung, die Riesengelegenheit für Salivanov, lässt sich ein bisschen weit aus der Kurve heraustragen und bei dem Versuch, den Puck irgendwie noch herumzubekommen, verliert er den Stand, geht zu Boden bzw. zu Eis und damit war die Chance praktisch zu Ende. Dann noch einmal offener Schlagabtausch in diesen letzten Minuten, keine von beiden Mannschaften will sich mit dem drohenden bzw. sich abzeichnenden Unentschieden zufrieden geben. Das sorgt doch noch einmal für ein paar packende Torraumszenen auf beiden Seiten. Zwischenzeitlich war dieses Spiel ein bisschen verflacht, aber hier noch einmal im Schlussdrittel ist erneut aufgelebt. Und die Zuschauer sehen doch noch ein paar attraktive Szenen. Kein Abseits. Und noch einmal ein schöner Konterstoß. Livanov fehlt hier einen Schritt, um an den Puck zu kommen.
Osten mit den größeren Chancen hier in der letzten Phase der Partie. Mächtiger Distanzschuss von Dmitri Filimonov. Und die Kanadier mit einer Chance zum Kontern. An der roten Linie allerdings wird Laxdor gestoppt, muss den Rückwärtsgang einlegen. Riskanter Pass. Und die Russen kommen in der Mittelspielzone in Puckbesitz. Kudaschows Pass nach innen. Entlastungsangriff vorgetragen über Amodeo. Marx war da allein auf weiter Flur gegen drei gegnerische Abwehrspieler. Gewinnen wollen sie beide, aber als große Risiken natürlich. Hier will auch keiner mehr eingehen. Ein Punkt immer noch besser als eine zweite Niederlage in diesem Turnier. Ein Schlag hinter das gegnerische Tor, der den Kanadier noch einmal die Gelegenheit gegeben hat zu einem fliegenden Wechsel. Auch das ein nicht risikoloser Ausflug von Roy. Und dann Sorokin an der Scheibe und damit endet diese Partie unentschieden. 4:4. Ein Großmeister unentschieden, könnte man sagen, zwischen den Teams aus Russland und Kanada, den beiden dominierenden Teams im Welteishockeysport. Und so sieht die Tabelle aus, liebe Zuschauer. Schweden weiterhin an der Spitze vor der Tschechei. Russland und Kanada nach dem heutigen Match teilen sich Plätze 3 und 4 mit jeweils einem Punkt aus zwei Spielen. Das Turnier geht weiter bei uns auf dem Sportkanal zunächst mit der Partie Tschechei gegen Kanada. Sie können dabei sein morgen um 5 Uhr. Bis dahin sagen wir aus der Club Arena von Stockholm für heute Tschüss und auf Wiedersehen.